Moin moin und herzlich willkommen zur nächsten Episode von The Crew Pick My Car. Und in dieser Episode bekommt der Klodach 1, ja, ist von User, aber eigentlich heißt es ja Klodach, das Klodach, seine Nissan Skyline in der Performance Edition. Ich bin das Ding ewig nicht mehr gefahren. Ich habe das Ding früher mal übelst favorisiert. Aber naja, da kam der Lambo Gallardo, ne? Ja. Das Ding ist quasi ein Lambo, nur auf Japanisch. Ja, auch umgekehrt, ne? Gallardo ist quasi ein Skyline, nur halt in Italienisch. Das Fahrzeug hat nur den Nachteil, dass er eben einen längeren Radstand hat. Beziehungsweise er auch grundsätzlich viel, viel länger ist als der Gallardo. Und ja, ihn etwas ungelenkiger macht. Macht ihn aber trotzdem insgesamt nicht viel schlechter. Ich freue mich schon auf die Karre. Wird richtig lustig. Und ja, das Ding habe ich noch vom Style her von früher. Ja, das müsste auch schon seit 2 Monaten sein. Das Ding ist auch komplett wie der, wie heißt er nochmal, der Gallardo, komplett auf Beschleunigung getuned. Natürlich ein 1299. Den kann man auch super 1299 fahren. Muss man nicht unbedingt downgraden, aber ihr könnt es vielleicht trotzdem dezent mit Gewichtsreduzierung machen. Also Bronze oder 40er Teil einbauen. Vielleicht gefällt euch das noch ein Ticken besser. Ja, 665 PS. Leichte Flunder. Ne? Flache Flunder heißt es, aber leichtes Mädel, wollte ich sagen. 1261 ist nicht viel. Ja, dafür, das ist am Performance, also da geht's natürlich nicht so in die Rennregion, wo die Dinge auch gerade mal 1100 wiegen oder so. Das Ding geht gut ab. Ja, hat guten Grip, gute Beschleunigung, also das Ding geht richtig steil. Auf jeden Fall. Wird auch sehr oft gefahren, ist auch natürlich sehr beliebt. Zur Geschichte von Nissan und Skyline selber habe ich ja schon in der vorletzten Folge, glaube ich, was erzählt. Da könnt ihr gerne reinschauen. Da muss ich das jetzt nicht nochmal machen, das ist ja Schwachsinn. Dann wird die Folge etwas kürzer. Dafür können wir vielleicht ein extra Rennen dazu packen. Das wäre natürlich auch nicht so schlecht. Ich habe mir überlegt, dass wir die Karre mal so ganz cool im Japan-Look machen. Warte mal, ich muss mal kurz überlegen. Ich weiß nicht, ob die Dinger neu sind. Da müsste ich in meine Base reinschauen. Aber kann sein, dass er da ist. Da gibt es nämlich ein richtig cooles... wo bin ich denn jetzt gerade? Werkstatt? Erstmal hier Kennzeichen ändern. Vergesse ich immer wieder. Ich werde aber erstmal... ach nee. Die Frontstoßstange ändern. Ach scheiße, ich bin in der Base. Ich muss mal eben zum Tuning Shop. Ich bin gerade total durcheinander. Porten wir uns mal eben hin. Geht da ganz schnell. Muss man sich wahrscheinlich das Ding kaufen. Ich war es immer gewöhnt, erstmal das Kit zu kaufen. Da landest du automatisch im Tuning Shop. So, Frontstoßstange habe ich die genommen mit diesen Flügelchen oben, die zwei, links und rechts. Aber ich finde immer noch das am geilsten. Ja, dezent, nicht übertrieben, einfach nur pervers. Was das Heck bei Performance angeht, da fand ich schon den ziemlich nice. Das nicht so. Aber natürlich Classic ist natürlich auch nicht schlecht. Obwohl... ein fettes Rohr wäre natürlich noch geiler. Bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher, ob ich das machen soll. Das? Oder was war das? Das hier. Ändert sich ja nur von den Auspuffrohren was, ne? Ich denke mal, ich lasse das so. Ist ja nicht ganz verkehrt. Kurzflügelverbreiterung kann man natürlich mal wieder nicht. Ja, die Seitenschweller. Da muss man gucken, ob das jetzt vom Style her passt. Aber eigentlich sieht das ziemlich cool aus.
Das kann man ruhig lassen. Felgen lasse ich definitiv. Die Skyline-Felgen, also total geil. Was das angeht, ich glaube, da mache ich mal die hier. Ja, sieht schon ganz cool aus. Heckflügel gibt es den noch zur Auswahl, aber den finde ich nicht so geil. Dann lieber den hier. Die Motorhaube. Na gut, Carbon sowieso nicht. Ist auch nicht schlecht, ne? Aber ich glaube, das lasse ich mal. Das sieht schon so cool aus. Warte mal. Das haben wir alles. So, Aufkleber. Das ist eindeutig ein Puma. Von der Marke Puma. Da kann mir keiner was anderes erzählen. Aber da steht nichts davon, dass es tatsächlich von Puma ist. Also, das Gesicht von Puma und so, die Gliedmaßen, ja, die sehen identisch aus. Natürlich nicht der Jump. Der Jump ist natürlich ein ganz anderer. Aber, hat schon seine Ähnlichkeiten. So, das sind Tiere. Das war keine Tiere, das waren Flaggen. Waren das Flaggen? Auch nicht so recht. Flammen sowieso nicht. Ach, genau. Das hier. Wir nehmen das hier und dann weiß. Ist doch gar nicht mal so schlecht, oder? Kann man mal machen. Ist jetzt nicht vielleicht das Allerschönste. Aber irgendwie hat das was, ne? Ist in Ordnung, nehmen wir. Gut, das ist die Karre, hat gar nicht mal so lange gedauert. Wie gesagt, wenn ihr die Story noch mitverfolgen wollt, checkt mal die andere Folge ab vom Nissan Skyline. Das ist alles schön erklärt. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich auf der Piste und dann schaffen wir vielleicht sogar 4 Rennen. Wenn das alles nach meinem Geschmack läuft. Bis gleich. Und da sind wir auch schon auf dem Asphalt. Ja, endlich sind die Wartezeiten nicht mehr so lange wie früher. Oh Mann, ey. Ich habe gerade mal eben eben ausgewählt, öffentliche, bam, nach 5 Sekunden war ich drin. Ja. So muss das sein und nicht anders. Ich hoffe, die Lobby hat hier was drauf. Weil letzte Zeit habe ich richtig viele Kacknoobs dabei, also das dauert ewig, bis du eine Folge zusammenkriegst. Ja, schön, zweimal hintereinander. Top Start. Und der ist erstmal einen halben Kilometer weg. Und schön am Laggen. What the fuck ist hier los? Bin gerade nicht sicher. Ich bin schon lange nicht mehr Performance gefahren. Welche Strecke das genau war. Kleinstadtsprint. Also man merkt, wie unagil der Wagen ist, im Gegensatz zum Skyline. Aber der Wagen lässt sich natürlich immer noch top fahren. Oh, ganz schön am Laggen. Ja, man merkt schon, dass ich den schon echt ewig nicht mehr gefahren bin. Mit den Wagen, als ich den richtig krass gefahren bin, da habe ich alles gerockt. Das war so hardcore, genauso wie in Street. Da ist er ja immer noch total OP. Da ist er auch schon. Aber irgendwas stimmt hier nicht. Ich bin 5 Sekunden vorne.
Aber ich krieg trotzdem Windschatten. Ist natürlich etwas merkwürdig. Lassen wir uns überraschen. Das merkst du am Windschatten, wo du auf einmal, wenn du auf einmal droppst. Okay, das war nicht optimal. Hätte man besser machen können. Aber das Ganze sieht jetzt für uns natürlich hervorragend aus. Aber er kommt langsam näher, wenn mich das nicht täuscht. Also vielleicht ist es auch nur ein Fail von der Karte, keine Ahnung. Oder auch nur ein widerlicher Cheat. Man weiß es nicht genau. Sehr schön. Ja, also die Zeiten, die waren auch ein bisschen merkwürdig. Zum Schluss hat er noch 3 Sekunden rausgeholt. Ist nicht möglich. Aber gut. Der Wagen fühlt sich doch gut an. Wir sehen uns gleich im zweiten Rennen. Zweites Rennen. Ölprinz mit dem Skyline. Das wird sehr interessant. Vor allem, weil er nicht mit dem Heck kommt. Das kommt der Strecke... beziehungsweise das kommt dem Wagen. Die Strecke kommt dem Wagen nicht zugute. Aber ich sehe hier 2 Trucks. Das riecht aber mal nach hartem Wallriding. Bin ich mal sehr gespannt. Aber ich schätze mal schon. Sonst würden sie an den Wagen nicht picken. Hier wieder mal ganz entspannt bleiben. Jetzt können wir voll Gas geben. Boah, da hat's den aber mal so richtig zerrissen, Alter. Fuck. Okay, einer hat aufgegeben. Challenge accepted, Alter. Ich frage mich echt, was die gefixt haben. Das war nicht gut von mir. Ja. Ich glaube, das war's. Wir kommen nicht mehr ran. Gleich wird er nochmal wallriden. In diesem Kringel. Und das wird nichts. Ich kann hier noch vielleicht gut Meter machen. Obwohl, warte mal. Die Messe ist hier noch nicht gelesen. Eigentlich kann er hier nicht mehr wallriden. Na gut, da sage ich es gerade. Aber ist halt nicht so effektiv.
Scheiße. Alter, was ist das denn, ey? Ich meine, ich fahr schon richtig gut. Was willst du da auch gegen machen? Das sind fucking 300 Meter. Einfach nur schlecht, ey. Einfach nur schlecht. Naja, was willst du machen? Tut mir leid, dass du leider so ein Wichser, ja, in der Folge hast. Aber naja, die Performance stimmt ja. Dass sie gegen solche Wallrider. Du versorg. Das, ich verstehe das nicht, warum die das nicht machen. Warum die das nicht fixen. Die zerstören komplette Strecken damit. Und da gibt's, glaube ich, 3 Strecken, wo du Wallriden kannst. In Performance alleine. Also ich verstehe das nicht. Naja, schreibt mir eure Meinung. Also ich find's total beschissen. Mehr brauchen wir, glaube ich, auch nicht zu sagen. Bis gleich. Kommen wir zum 3. Rennen. Norblins Konfrontation. Sehr geiles Rennen, sehr langes Rennen, was immer geil ist. Mit dem Skyline hier, oder kenne ich mich eher mit einem Lamborghini, hier bestens aus. Aber mit dem Skyline sieht das ein bisschen dürftig aus. Hier erstmal schön FPS-Einbrüche, warum auch immer. Weiß kein Mensch. Der Aventador, der kreischt schon hinter mir. Oh, da waren wir zu dritt, hat der Driver einen Fehler gemacht. Dafür ist der Ronaldo-Fanboy genau hinter mir. Ne, Ronaldo. Ob das was mit Ronaldo zu tun hat. Hier massives Untersteuern. Das wird noch spannend. Das gefällt mir. Das sind die Rennen, die wir alle sehen wollen. Und ich weiß, dass ihr die auch gerne sehen wollt. Solche Rennen hat man selten. Das ist einfach so. Entweder man fährt schon mit irgendjemandem, der gut ist. So hat man automatisch Fights. Aber man will natürlich auch Gegner haben, die auch mal anders sind. Denn man kann ja auch seinen Kollegen, mit dem man fährt, ja irgendwie ausrechnen. Man weiß ja, wo seine Stärken sind und wo nicht. Und wenn du halt solche random Leute hast, am besten auch noch so 2, 3, die richtig gut sind, das macht dann richtig Fun. Dann macht's auch nichts, wenn man verliert. Wenn man ehrlich verliert. Und man kann auch immer was dazu lernen. Das mache ich nicht, oder das ist bei mir nicht anders. Irgendwelche anderen andere Ideallinie fahren, in die Kurve anders anschneiden und was auch immer. Oder vielleicht eine ganz andere Karre auswählen, das gibt's auch noch. Aber dieses Rennen hatte wahrscheinlich das Motto: Junge, mach keine Fehler, dann kommst du auch vernünftig ins Ziel.
Wir waren, glaube ich, jetzt die einzigen, die jetzt keinen Fehler gemacht haben. Ich sag's lieber nicht so laut. Aber sieht sehr gut aus. Dafür, dass der so lang ist, ist er bei solchen Situationen gerade, ne, wo diese S-Kurven, da habe ich mit dem Lambo doch ein bisschen Probleme. Also, der bricht ganz gerne aus. Aber da ich das weiß, kann ich gegensteuern und ihr merkt das nicht so krass. Aber, der Skyline, der ist dort viel, viel ruhiger. Ne, er hat einfach seine... Dafür, dass er so lang ist, hat er eben diese Stabilität. Da ist auch, der Schwerpunkt ist natürlich ein Ticken höher beim Skyline. Der Wagen ist grundsätzlich höher, nicht so flach, was ihn ja eigentlich schwammiger machen müsste. Aber tut's Gott sei Dank nicht. Dafür ist er auch ordentlich breit und auch schön tiefer gelegt. Aber insgesamt ist er, das ist ja normalerweise eine Limousine. Ja. Kategorie Audi A4. Ja. Was gibt's denn noch? Limousine. Bei BMW kenne ich mich nicht so aus, ne? Wo einfach so ein Fließheck. Nicht Fließheck? Doch. Ne? So ein Fließheck hast. Und wenn du dir dann so ein Lamborghini anschaust, oder Lamborghini besser gesagt, ja. Das ist einfach eine reine Rennmaschine, ja. Richtiger Sportwagen. Den musst du halt zurecht tunen, den Skyline, ne? Der Gallardo zum Beispiel, der ist ja schon mehr oder weniger sportlich abgestimmt. Ich würde sagen, ein Rennen gibt's noch, weil es so gut läuft. Und weil das Intro quasi nicht so lang war. Bis gleich. Willkommen zum vierten Rennen und damit auch zum letzten. Und schaut mal, wer im Grid ist. Guck mal. Der blaue Lambo, das ist ja fast wie meiner. Ich glaube, die Felgen sind einen Ticken anders. Ist schon merkwürdig. Das sieht man ganz, ganz selten. Deswegen finde ich das Blau auch total geil, weil es nicht jeder hat. Ist natürlich Geschmackssache. Und der Typ, der ist vom Ranking her 1700. Ja. So ungefähr wandere ich ja normalerweise auch rum. Aber durch die Pick My Car Folgen verliere ich das ein oder andere Mal auch mal, das ein oder andere Mal. Und da droppe ich extrem mit dem Ranking und bin jetzt, glaube ich, bei 4300 oder sowas. Natürlich ein bisschen kacke, aber naja. Der Skill verschwindet ja nicht, nur weil das Ranking jetzt bei 7000 ist oder was auch immer. Ist alles cool. Ja, fahren kann er anscheinend. Schon zweiter. Ich höre den schon. Der Klang des Gallardos.
würde mal gern wissen, ob er mit Lenkrad spielt. Oder mit Taster. Das kann man hier bei solchen Strecken ganz, ganz schwer erkennen. Da müssen am besten langgezogene Kurven her. Ja, das ist schon mal eine richtig geile Folge. Egal wie das jetzt hier ausgeht. Okay, da habe ich mich jetzt ein bisschen verschätzt. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Da ist mir aber das Heck ein bisschen ausgebrochen. Nice. Alter, Hammer. Richtig geil. Ah, einer der geilsten Rennen. Wow. Richtig nice. Richtig, richtig nice. Schön auf Band. Ja, geile Folge. Klappt nicht immer. Alter, da geht mir gerade die Pumpe. Leck mich am Arsch. Ja, wunderbar. Ihr habt gesehen, der Skyline kann was. Egal welches Terrain. Und ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Also mir hat's richtig Spaß gemacht. Und ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge dabei. Wenn es wieder heißt, Pick My Car, haut rein.